Wenn du nicht möchtest, dass du 300.000 Euro im Maximalfall Strafe zahlst, dann solltest du schauen, welche Regelung seit 1.12. aktiv ist und wie sie dich betrifft. Hi, Carlo hier, dein Digitalexperte und ganz sicherlich nicht dein Anwalt. Also generell, dieses Thema, was wir in dem Video jetzt mal besprechen, ist natürlich keine anwaltliche Beratung. Keine Ahnung, ob ich das sagen muss. Ich sehe das bei anderen, wenn sie irgendwie Leute darauf hinweisen. Also mache ich es auch. Ich bin kein Anwalt. Das sieht man auch. Ja, so sieht kein Anwalt aus. So sieht ein Digitalexperte aus, nämlich deiner. Aber um was geht es? Also seit dem 1.12. ist das TTDSG in Kraft. Ich werde in der Beschreibung einen Link oder zwei oder drei, mal schauen, noch hinzufügen von verschiedenen Quellen, wo du nochmal tiefer in das Thema eintauchen willst. Für mich, glaube ich, ist es erstmal nur wichtig, dir die Informationen zu geben, die du brauchst, dass du generell zu diesem Thema eine gewisse Grundaufmerksamkeit entwickelst. Und zwar ist das TTDSG letztendlich wieder eine Anpassung an deinem Cookie-Banner. So kann man das erstmal in meinen Worten kurz fassen. Das heißt nämlich, dass klassische Cookie-Banner, so wie du sie vielleicht in der Vergangenheit genutzt hast oder auch gesehen hast, nicht mehr funktionieren. Ich habe ein Video zum Thema Cookie-Banner gemacht, ja, das kann ich ja hier mal verlinken. Da gehe ich noch ganz stark darauf ein, was wichtig ist beim Cookie-Banner und was nicht. Das verliert jetzt auch so ein bisschen an Relevanz. Die Kernbotschaft von diesem Banner ist aber noch gleich. Du solltest deinen Cookie-Banner immer vorschalten, bevor der User etwas machen kann. Das hat einfach damit was zu tun, dass dann das Tracking sauberer ist. Aber wie dieses Cookie-Banner jetzt aussieht, hat sich nochmal ganz stark geändert. Ja? Und zwar solltest du im besten Fall das Cookie-Banner so gestalten, dass du einen klaren Abnehmen- und Ablehnen-Button hast. Den darfst du auch nicht, also den Annehmen-Button zum Beispiel grün gestalten und den Ablehnen-Button irgendwie ausgegraut oder als Ghost-Button, ja, dass er eine leichte Umrahmung hat und sonst nicht auffällt. Du darfst ihn nicht mehr verstecken. Ja, du musst ganz klar informieren, wofür brauchst du die Annahme, was wird dann genau getrackt. Und generell zählt natürlich, wie auch schon davor, tracken darfst du erst, wenn der User das annimmt. Das Ganze zählt seit dem 1.12. Wer letztendlich vorher schon wegen der DSGVO sauber war und ein Cookie-Tool oder ein Consent-Banner genutzt hat, da ist es schon mal ganz gut, ja, der hat schon mal gute Voraussetzungen. Viele nutzen den aber nicht oder nutzen ihn falsch. Das wird jetzt, wie gesagt, nochmal strenger ausgelegt. Es können Abmahnungen letztendlich noch einfacher verschickt werden. Auf dieser Grundlage kann letztendlich, wenn das nicht sauber umgesetzt wurde, ein Verstoß wegen der DSGVO und nun auch wegen dem TTDSG festgestellt werden. Und beim TTDSG können halt Abmahnungen in Höhe von bis zu 300.000 Euro stattfinden. Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Und wenn du jetzt wissen willst, wie kann denn das jetzt insgesamt mal aussehen, dann kannst du mal auf meine Webseite gehen, ja, und dort siehst du das Banner, wie es aktuell eigentlich ganz gut umgesetzt sein sollte. Ganz interessant wird natürlich jetzt, wie werden sich die Opt-in-Raten entwickeln, ja, wie viel darf man jetzt noch tracken oder wie viel wird jetzt noch getrackt. Das sind natürlich Sachen, die sieht man erst jetzt sozusagen seit der Umstellung. Ich kann dir nur ans Herz legen, lies nochmal in die Themen ganz genau rein. Wie gesagt, ich verlinke hier nochmal den Artikel in der Beschreibung. Schau da nochmal rein, guck mal auf meiner Webseite. Da kannst du dich erstmal orientieren und kriegst auch nochmal ein klareres Bild davon, wie dieser Banner jetzt im besten Fall auszusehen hat. Einige Consent-Tools haben das schon zum 1.12. angepasst. Da solltest du auch eine E-Mail bekommen haben, wenn du einen Anbieter nutzt. Wenn du dir selber den Banner gebastelt hast, dann empfehle ich dir dringend dort definitiv nochmal zu schauen. Aber auch sonst schau einfach, dass die ganze Sache klar ist. Im Übrigen zählt diese ganze Geschichte jetzt auch für Apps und Messenger. Wusste ich auch nicht, war mir jetzt gar nicht so bewusst. Wer Apple-User ist, kennt das seit iOS 14.5 schon, dass man gefragt wird, möchtest du, dass die App dich trackt? Ja, da ist die Opt-in-Rate ja bei vielen Apps schon ganz stark gefallen. Also beschäftige dich definitiv mit dem Thema. Ja? Guck da nochmal rein, nimm das bitte als Information mit. Ich für meinen Teil habe mit meinem Team besprochen, dass wir allen Kunden beispielsweise auch dort nochmal eine Information schicken, ja, auch wieder mit einer Verlinkung zu den Anwälten, die davon Ahnung haben. Schau nochmal das andere Video zum Thema Cookie-Banner. Ja, das ist auch nochmal eine generelle Implementierungsvariante. Aber die Tricksereien und so weiter, das wird jetzt in Zukunft nicht mehr möglich sein.
man muss schauen, was man jetzt macht. Ich selber bin da jetzt auch erstmal noch mal ein bisschen ratlos, sage ich mal. Das Problem glücklicherweise hat ja jeder Werbetreibende. Und das muss man jetzt einfach beobachten und gucken, was man daraus macht. Am Ende, ja, das Tracking läuft über irgendein großes Unternehmen, wie zum Beispiel Google oder Facebook. Die müssen im besten Fall eine Lösung finden, was ich implementieren kann. Es gibt noch andere Lösungen, die dann vielleicht aber nicht kompatibel sind mit Google, Facebook oder sonstigen Werbemaßnahmen. Also das bleibt spannend. Wenn ich da wieder Neuigkeiten habe, dann werde ich sie auf dem Kanal natürlich veröffentlichen. Deswegen, falls du Abonnent bist, aktiviere noch die Glocke, dann verpasst du es nicht. Und wenn du jetzt ganz, ganz frisch bist, mein Gesicht das erste Mal gesehen hast, dann abonniere den Kanal. Und sonst bleibt mir nur noch zu wünschen, viel Erfolg und bis bald.